So, es geht weiter. Zweiter Teil. Ich bin jetzt also in After Effects und ich will jetzt nicht lang und breit erklären, wie das jetzt funktioniert hat, wie ich das hier gemacht habe. Vielleicht nur ganz grundsätzlich. Es ist so eine Art Stapelsystem. Also man stapelt verschiedene Sachen übereinander. Die werden dann über die Zeit abgespielt. Und da muss man dann halt, je nachdem, was man möchte, ein paar Sachen überblenden und einen ausblenden und so weiter. Und dann ist also irgendwann mal eine spielfähige Sache da fertig und dann muss es gerendert werden. Das heißt, am Ende muss After Effects aus dieser Komposition einen Film erstellen, der dann abläuft, flüssig abläuft und so weiter. Bevor ich Ihnen jetzt zeige, was es da für Einstellungen gibt, um das zu machen, nochmal ganz grundsätzlich zur Logik des Ganzen. Das ist vielleicht interessant, auch wenn Sie das vielleicht selber erstmal gar nicht machen, aber vielleicht eines Tages dann doch. Und zwar habe ich ja Vorspann und Abspann, die sollen immer gleich sein bei meinen Filmen. Das heißt, ich möchte also möglichst wenig Arbeit haben, wenn ich einen neuen Film gemacht habe, nicht stundenlang rummachen, sondern ich will, dass das möglichst flott mit diesem Rahmen Vor- und Abspann ins Internet kann. Und Vor- und Abspann sind Einzelprojekte, das kann man hier sehen in dem Footage-Bereich. Da ist also alles, was ich für mein Projekt brauche. Da gibt es einmal ein Mini-Projekt-Intro, ein Mini-Projekt-Outro. Die beiden liegen als braune Balken hier so rum. Da kann man da reingucken, da gibt es also die Projektdatei jeweils, Outro und Intro und die Footage dazu, das sind also die Sounddatei, .wav und die kleine Filmdatei, die diesen Oldschool-Stummfilmprojektor das Bild da darstellt. Ja. Und die Minidatei enthält auch den Text, der da steht und es gibt auch eine Einstellungsebene, die das Ganze einfärbt. Also das ist sozusagen, eigentlich sind die beiden komplett gleich, diese beiden Mini-Projekte. Sie sitzen nur an unterschiedlichen Stellen logischerweise und der Text unterscheidet sich geringfügig. Ja, das ist aber auch alles. So, und eingeklemmt, eingespannt, eingefasst, wie auch immer, wie aber ein Schmuckstück, ist diese Filmdatei von meinem Screen Recording. Und da gibt es jetzt eine kleine Überschneidung, ja, von einer Sekunde, 6, 7, das können wir hier sehen, ja. Frame 6 Sekunden, 7 Sekunden, das ist da. Hier können wir immer rein und raus scrollen. Ohne Ende. Und da ist es genauso. Ich habe also hier eine Sekunde Überblendung und in dieser Zeit wird das aus- und eingefadet. Man kann das hier ganz gut sehen, wenn man das hier so aufklappt, gibt es hier eine Überblendung. Der Film geht an seinem Ende, also an seinem letzten Frame, geht er auf die Sichtbarkeit 0%. Eine Sekunde davor ist er noch bei 100%. Da, ja. Das heißt also, der wird sozusagen über eine Sekunde lang ausgeblendet. Das kann man da oben ganz gut sehen. Das ist also ehrlich gesagt ziemlicher Kinderkram. Kann man sich vorstellen, dass man das irgendwann verstanden hat. Es dauert ein bisschen, aber dann geht's. Und dann ist also dieses Ding fertig. Jetzt mache ich daraus einen Film. Ja? Und vorausgesetzt, Sie haben gespeichert und es ist alles paletti und Sie haben möglichst Ihre anderen Programme alle aus, drücken Sie STRG N und dann öffnet sich das Fenster Render Queue und da wird dann diese Komposition, die also diese Länge hat, wird vorgeschlagen, dass Sie die jetzt rendern können. Da gibt es hier den Button Render, aber bevor Sie das tun, gucken Sie nochmal alles Mögliche hier nach. Es gibt hier Render Settings und das Output-Modul. Und es gibt eine Einstellung, die sozusagen festlegt, wohin das Ganze beim Rendern gespeichert wird. Also Rendern heißt Film erzeugen. Und wichtig ist jetzt Folgendes, um das mal ganz einfach zu sagen, in After Effects wird nicht komprimiert. Das heißt, in After Effects geht es nicht darum, dass die Datei schon möglichst handlich ist, sondern sie soll möglichst gut sein, möglichst verlustfrei. Und da gibt es als Output-Modul, und das ist eben, wie ich schon sagte, das, was ich von Vimeo weiß. Das ist also nach langem Hin- und Herforschen der letzte Stand. Format ist QuickTime, das heißt, da steht dann sozusagen Punkt MOV dahinter, hinterher. Und innerhalb des Format-Containers, wenn man so will, gibt es die verschiedensten Videocodecs. Und wenn man da mal draufklickt, dann sehen Sie hier alle möglichen Codecs. Und wir benutzen Animation. Animation heißt verlustfrei. Verlustfrei, es wird leicht komprimiert, aber es wird nicht an der Qualität rumkomprimiert. Und wir haben die Frames, die wir eingestellt hatten für diese Komposition, 30 bleiben erhalten. Quality is best, Millions of Colors ist klar, das ist RGB. Und wie gesagt, Animation heißt, da wird verlustfrei gerendert und komprimiert. Es gibt noch eine, die heißt None. Das klingt irgendwie noch toller.
Ist aber nicht toller, macht nur größere Dateien. Also das, um das mal kurz abzukürzen, Animation ist richtig. So, also die beiden sind wichtig, das Format, der Container und der darin enthaltene Videocodec. Format Options, das lassen wir alles. Hier wird nichts gestretched und nichts gekroppt. Und der Audio-Output, ganz wichtig, der kriegt ein Kreuzchen. Denn sonst kriegen wir kein Audio-Output. Das hätten wir aber gerne. Sie können sich in After Effects Templates erstellen. Das habe ich hier auch gemacht. Die sind dann sozusagen, ach so, das habe ich noch ganz vergessen. Render-Settings selber sind also relativ übersichtlich. Qualität beste, Resolution voll natürlich. Timespan ist wichtig. Die Voreinstellung ist nämlich Work Area Only und das ist ein Bereich, den man festlegen kann, also eine Art Teil des Films. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen die Gesamtlänge der Komposition, deswegen ist das wichtig hier. Okay. Und wie gesagt, das habe ich als Template gespeichert. Genauso hier auch Render Talk. So heißt ja meine Seite. YouTube und dann ist alles richtig. Ja, das ist also dann irgendwann mal, wenn man das also oft machen muss, ganz angenehm, dass man das so speichern kann. Ist ja auch nicht das einzige Programm, wo das geht. Und dann haben wir die richtigen Einstellungen. Also wie gesagt, nochmal, ganz wichtig, hier wird nicht komprimiert. Hier brauchen wir die maximale Qualität in der Originalgröße. Und jetzt gibt es hier noch die Möglichkeit, einen Speicherort festzulegen. Da habe ich einen Ordner vorher angelegt, natürlich. Der heißt Final. Und den nenne ich jetzt mal, Moment, was habe ich denn jetzt gerade eigentlich für einen Film? Ah ja, genau, das ist der Film. Das ist ein verschachteltes System gerade. Ich erzeuge ja selber gerade einen Film, der allerdings von einem anderen Film handelt. So, der kommt in den Finals-Ordner. Das Format ist wie gesagt QuickTime, aber das wäre an der Stelle eh nicht einzustellen. Jetzt haben wir hier alles fertig. Wir haben also die Rendereinstellungen. Jetzt können wir auf Render klicken. Und jetzt geht's los. Und da kann ich jetzt noch ein paar Sachen zu sagen. Also wir warten jetzt auf keinen Fall gemeinsam ab, wie lange das rendert, weil das ungefähr eine Stunde und 45 Minuten dauern wird. Das ist das bittere, die kleine bittere Pille bei dem ganzen Video ist halt speicherintensiv. Ich hatte eben schon mal gesagt, Sie haben also mehrere Gigabyte Dateigröße. Das kommt dann natürlich darauf an, wie viele Sekunden der Film hat oder wie viele Minuten eher. Und da wird halt ordentlich gerechnet. Er benutzt volle 60% der zur Verfügung stehenden Arbeitsspeichermenge. Ups. Ah, das bringt es hier nicht gerade. Und außerdem braucht er sehr viel Prozessor Power. Das heißt, also es wird sozusagen parallel auf die Festplatte geschrieben und wie Sie vielleicht ahnen, wird dabei der Arbeitsspeicher stark in Anspruch genommen. Außerdem wird eben Prozessorkraft gebraucht und jetzt ist jedes Programm, was parallel an ist, natürlich irgendwie ein Verzögerer von dem Ganzen. Also normalerweise, man sieht hier, wie die Keyframes der Reihe nach gerendert werden. Und normalerweise geht das ein bisschen zackiger. Ich habe jetzt hier aber parallel ja noch QuickTime an, logischerweise, sonst könnte ich diese Aufnahme nicht machen. Und das werde ich gleich ausmachen und dann geht es auch schneller. Ja? Also das ist auf jeden Fall der schlimmste Teil, wo Sie wirklich viel Zeit einkalkulieren müssen. Jetzt ist es natürlich so, wenn Sie das wissen, können Sie die Zeit auch anders benutzen. Sie können einen anderen Computer benutzen, wenn Sie einen anderen Computer haben. Sie können Ihr iPad benutzen, wenn Sie ein iPad haben. Sie können einkaufen gehen. Man sieht übrigens, die Vorausschätzung hat sich ein bisschen nach oben verbessert. Eine Stunde dauert jetzt nur noch nicht mehr eine Stunde und 45 Minuten. Das geht dann gleich noch schneller, wenn ich QuickTime ausmache, also dann ist es nicht mehr ganz so dramatisch. Aber wie gesagt, einkaufen wäre zum Beispiel eine gute Alternative. Vielleicht noch ganz kurz, die Komprimierung erfolgt nicht in After Effects, wie ich gerade gesagt habe, sondern in einem anderen Programm, das ist der Adobe Media Encoder und das werde ich Ihnen gleich zeigen im dritten Film. Und jetzt sage ich erstmal Tschüss.